Venkman! Venkman! Ekelhafter Stöpsel. Ich werde ihn irgendwie selbst halten müssen. Kommen, Ray. Venkman, ich hab's gesehen. Es ist direkt hier, Ray. Es sieht mich an. Eine hässliche kleine Kartoffel, was? Ich glaube, es kann dich hören, Ray. Beweg dich bloß nicht. Es wird dir nichts tun. Was ist passiert? Bist du okay? Er schleimte mich voll. Das ist ja toll. Du hattest tatsächlich Körperkontakt mit ihm. Kannst du dich bewegen? Ray, bitte kommen. Ich fühle mich so schmierig. Spengler, ich bin hier bei Venkman. Er ist vollgeschleimt worden. Großartig, hebt etwas für mich auf. Kommt sofort hier runter. Es befindet sich jetzt in einem Ballsaal. Okay, wir sind sofort da. Okay, Sir, wenn Sie und Ihr Personal bitte hier draußen warten würden, wir werden da schon alles für Sie erledigen. Da ist es! An der Decke! Das ist der, der mich erwischt hat. Also gut, Jungs. Fertig? Werfer los! Das war ich, das habe ich getan, das war meine Schuld. Ist schon okay, der Tisch hat den Sturz abgefangen. Da ist etwas sehr Wichtiges, was ich vergaß, euch zu sagen. Was? Ihr dürft nie die Laserströme kreuzen. Wieso nicht? Das wäre ziemlich schlecht. Ich bin ein bisschen konfus in diesen Gut- oder Schlecht-Fragen. Was meinst du mit schlecht? Versuch dir mal vorzustellen, dass alles Leben, wie du es kennst, auf der Stelle aufhört und dass jedes Molekül in deinem Körper mit Lichtgeschwindigkeit explodiert. Totale Protonenumkehr. Das meinst du mit schlecht? Okay, das war ein wichtiger Sicherheitstipp. Danke, Egon. Also dann, Ray, du gehst auf links, Egon geht auf rechts. Okay, Ray, gib mir einen Volley hoch und weit. Ray! Egon! Geschossen, Cowboy. Ich versichere Ihnen, Mrs. Van Houten, es gibt keine Probleme mit dem Zimmer. Es wird prompt bereitstehen, sobald Ihre Gäste bei uns sind. Der letzte Wurf hat ihn geschwächt, aber er wird sich bewegen. Ich könnte jetzt etwas Platz gebrauchen, um die Falle hinzustellen. Schaff mir etwas Platz. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden. Wir brauchen genügend Raum hier. Warte. Ich wollte das schon immer mal machen. Und? Die Blumen stehen immer noch drauf. Okay, auf mein Zeichen. Spengler, zuerst mal brauche ich einen Sperrstrahl von dir, okay? Los! Okay, halt ihn da oben. Er wird sich bewegen. Halt ihn fest. Los! Es funktioniert, Ray. Und jetzt bring ihn runter. Langsam runterbringen. Ihr habt ihn. Nur nicht die Ströme kreuzen. Du wirst nie wieder einen Mann vollschleimen, der einen Positronenkollidierer hat, hä? Venkman, verkürze deinen Strahl, damit mir nicht mein Gesicht weggebrannt wird. Ich werde jetzt die Falle öffnen, aber seht nicht direkt in die Falle rein. Ich habe direkt in die Falle gesehen! Nehmt euren Laser ab, sobald sich die Falle öffnet. Macht euch bereit! Ich öffne sie! Jetzt!
Es ist da drin. Das war doch gar kein Aufstand, oder etwa doch? Mr. Smith, Sie werden diese Tür sofort öffnen. Schnell. Donald, Sie stellen sich da drüben hin. Wir kamen, wir sahen, wir traten ihm in den Arsch. Haben Sie es gesehen? Was ist das? Wir haben es. Was ist das? Gibt es noch mehr davon? Sir, was Sie da gehabt haben, ist das, was wir einen gefokusten, nicht-terminalen Wiederholungsphantasmus oder einen vollbeweglichen Klasse-5-Dunst nennen. Und einen echt ekelhaften dazu. Und nun lassen Sie uns ernsthaft reden. Also für das Einfangen haben wir eine Gebühr von 4 Riesen zu berechnen, $4,000 dafür. Aber wir haben unsere Sonderangebotswoche für Protonenladungen und Lagerung der Bestie. Und so kommen diese Posten nur auf $1,000 glücklicherweise. $5,000? Ich hatte ja keine Ahnung, wie teuer das ist. Ich werde nicht zahlen. Das macht nichts. Wir können es sofort wieder da reinbringen. Ja, selbstverständlich können wir das doch da reinbringen. Nein. Also gut, was Sie wollen. Danke vielmals. Danke sehr. Ich hoffe, dass wir Ihnen wieder mal helfen können. Aus dem Weg, Leute! Hier kommt der 5. Klasse voll bewegliche Rollen.